Nancy Faeser hat einmal gesagt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Diese Aussage fasst ziemlich gut ihr Verständnis von Staat und ihre eigene Rolle zusammen. Aber was genau bedeutet es, den Staat zu verhöhnen? Dafür gibt es keine klare Definition und es ist auch kein juristischer Begriff. Trotzdem arbeitet das Innenministerium unter Faeser nach diesem vagen Maßstab, obwohl das eigentlich nicht sein sollte. Faesers Verfassungsschutz geht gegen sogenannte Delegitimierer vor, ein Begriff, der im Grunde jeden umfassen kann, der den Staat scharf kritisiert. Diese Unklarheit ist beabsichtigt. Der Begriff soll dehnbar sein, um im Zweifel möglichst viele Menschen zu erfassen und sie ohne Strafgesetz zu kriminalisieren. Ja? Thomas Haldenwang schrieb im Frühjahr in der FAZ, dass seine Behörde aktiv wird, wenn zulässige Kritik und demokratischer Protest in Teilen umschlägt, eskaliert und zu aggressiver, systematischer Delegitimierung staatlichen Handelns wird. Ja. Es fühlt sich an, als müsste man vorsichtig sein, selbst wenn man nur einen kritischen Kommentar verfasst. Ist das, was ich sage, noch erlaubt überhaupt? Oder gilt es schon als Delegitimierung staatlichen Handelns? Wenn ich zum Beispiel schreibe, dass mich Faesers Vorgehen an die DDR erinnert, ist das dann schon staatsfeindlich? Das ist hier die Frage. Vielleicht sollte ich meinen Bademantel für die 6 Uhr Razzia schon mal bereitlegen. Faeser scheint ihre Gegner einschüchtern zu wollen, ähnlich wie es autoritäre Regierungen tun. Die Bilder von Polizisten in voller Montur vor dem Haus von Jürgen Elsässer sind gewollt. Ihre Aussage, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das soll jeden Journalisten einschüchtern, der etwas schreibt, was Faeser und der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstufen könnten. So will Faeser Menschen dazu bringen, lieber zu schweigen, als ihre Meinung zu äußern. Das ist kein demokratisches Denken, sondern die Denkweise von Diktatoren. Trotzdem lassen wir uns nicht einschüchtern und kritisieren weiterhin Faesers Handlungen. Dies ist keine Delegitimierung staatlichen Handelns, weil ihr Handeln schon aus sich heraus illegitim ist. Wer hier den Staat delegitimiert, ist Faeser selbst. Faeser hat aus dem Rechtsstaat einen Gegenrechtsstaat gemacht, der diesem politischen Kampf folgt, meiner Meinung nach. Ja? Grundsätze des Rechtsstaates treten dabei in den Hintergrund, aber komplett. Ein Beispiel ist das Verbot des rechtsextremen Vereins Combat 18. Auch wenn das Verbot rechtlich noch vertretbar ist, scheint es vor allem politisch motiviert zu sein, um sich vor der Wahl als Kämpferin gegen rechts zu präsentieren. Ihr Kampf gegen rechts Extremismus dient mehr ihren politischen Interessen als einer tatsächlichen Bedrohungslage, meiner Meinung nach. Ja. Auch das Verbot von Combat zeigt ihre politische Mission. Sie sieht sich als Verteidigerin eines höheren Ziels und ignoriert dabei die Grundsätze einer liberalen Republik. Faeser verschiebt die Grenzen des Machbaren
in einer Weise, die in einem demokratischen Deutschland bisher unbekannt war. Meinungs-, Demonstrations- und Pressefreiheit sowie Grenzen des Rechts sind für sie eher Hindernisse. Ein Satz aus der Corona-Zeit verdeutlicht dies. Faeser sagte nämlich damals, man könne seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Kein deutscher Innenminister hätte sich so einen Satz getraut. Faeser zeigt damit ein Verständnis von staatlichen Gesinnungsmaßstäben, die es in der Bundesrepublik nie geben sollte. Faeser nutzt die Methoden autoritärer Regierungen und überschreitet bewusst die Grenzen des Rechts. Fachkundige Juristen im Innenministerium werden ihr die delikate Grenze sicherlich erklärt haben. Trotzdem nimmt sie diese Verletzungen in Kauf. Sollte dieser Schritt vor Gericht scheitern, hätte Faeser mit brutaler staatlicher Macht die Grundsätze unseres Grundgesetzes verletzt. Ein gefährliches Spiel für sie und den Rechtsstaat. Im Falle Compact hat Faeser Recht gebrochen. Zumindest laut einigen Juristen, wie zum Beispiel Volker Böhme-Nesse und Wolfgang Kubicki. Am Ende entscheidet ein Gericht darüber. Aber schon ihre mutwillige Amtsführung disqualifiziert sie als Innenministerin. Der Titel Verfassungsministerin ist für jemanden, der so mit den Grundsätzen der liberalen Demokratie umgeht, blanker Hohn. Ja? Die Ampelkoalition hat mehrfach das Recht gebrochen und die Demokratie verletzt, zum Beispiel durch die Missachtung des Bundestages oder die Umgehung der Schuldenbremse. Aber Faesers Vorgehen ist anders. Sie greift Bürgerrechte an, was ein schwerwiegender Tabubruch ist. Dies ist vergleichbar mit der Spiegel-Affäre 1962, aber in einem ganz anderen Kontext. Faeser spielt ein perfides Spiel gegen die Pressefreiheit. Compact mag ein rechtsextremes Magazin sein, aber die Frage ist, ob die Innenministerin einfach so ein Medium verbieten darf. Diese Maßnahme kann als Präzedenzfall dienen und künftig auch andere Medien betreffen. Damit gibt man eigentlich der Regierung ein autoritäres Zensurinstrument in die Hand, wie man es aus Russland oder der Türkei kennt. Faeser hat autoritäre Methoden und die Missachtung von Verfassungsmaßstäben zu Grundsätzen ihrer Amtsführung gemacht. Das ist gefährlich für die Republik. Jeder Bürger muss hoffen, dass der demokratische Rechtsstaat ihr endlich klare Grenzen aufzeigt. Faesers Amtsführung ist Gift für dieses Land. Sie zersetzt das Grundgesetz und seine Prinzipien und sie delegitimiert den Staat. Nie zuvor gab es einen Minister, der so achtlos mit den Grundwerten der Bundesrepublik umgegangen ist. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib mir mal in die Kommentare und teile dieses Video.